Servus, grüß euch und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Map-Vorstellung auf unserem Kanal. Ja, diesmal geht's um die Small Farm oder halt in dem Fall kleiner Bauernhof. Die Übersetzung ist manchmal echt genial, was da so vorgeschlagen wird. Aber das soll uns jetzt nicht abhalten. Wir gucken jetzt mal direkt rein. Und starten hier direkt an einem Hof. So, wir haben hier direkt mal ein kleines Farmgebäude. So, hier kleiner Treibstofftank, Fahrzeuge, Silo. Oh, die Rehe freuen sich auch hier auf dem Gelände. Und wir haben hier mal so einen kleinen Pixelfehler, wie ich es immer nenne. Einen kleinen Hochdruckreiniger. So. Gucken, ob das alle Fahrzeuge sind. Ich würde sagen, wir schauen mal in die Liste rein. Und hier haben wir auf jeden Fall mal den Case Maxim. Dann den T6. Den Rostelmesh. Mal wieder ein bisschen Abwechslung. Nicht immer dieses grüne Ungetüm. Anhängermäßig, jawohl. Schneidwerk passt. Flug kennen wir auch. Scheibenegge von Horsch, jawohl. Kreiselegge. Amazone Saattechnik. Düngerstreuer. Und natürlich Frontladeanbau und Gewichte. Sehr nice. So. Ihr wisst, was jetzt kommt? Genau. Schnallt euch an. Es geht in die Luft. So. Und wie man hier sieht, wir haben hier einmal komplett alles scheinbar an einem Ort. Wir haben die Werkstatt, wir haben den Händler, Tiermenü, jawohl. Dann haben wir hier Kuhstall. Was haben wir hier noch? Das müssten die Chicken sein. Ja, ne, Schafstall. Ich verwechsel das immer hier. Auch so klein. So, Güllebehälter. Und dann haben wir hier auf jeden Fall Verkaufspunkte. So, ich gehe mal nach oben und zoome mal ein bisschen raus. Und dann wird man feststellen, dass die Karte relativ klein und kompakt ist. Wir haben auf jeden Fall hier quadratisch praktische Felder. Ich schau mal eben in die Karte rein. Das sieht das nämlich so aus hier. So. Und ich schau mal, ob ich noch eine kleine Beschreibung dazu habe. Grundlegende Tiere und Pflanzen an einer Station. Okay. Es gibt kleine Ländereien, damit man mit kleinen Maschinen spielen kann. Alle Gegenstände aus dem Grundspiel sind käuflich zu erwerben. Also müsst ihr euch selber Platz machen. Joa. Dann gehen wir mal die Reihe nach durch. Was kostet uns so ein Spaß hier? So, 43.000, 28. Okay, also die Preise sehe ich jetzt mal als human an. Für so eine kleine Karte ist, glaube ich, okay. So, dann haben wir hier den Verkaufspunkt. Gucken wir mal durch, ob wir alles verkaufen können. Saatgut kann man nicht verkaufen. Eier, Wolle, Milch. Das sieht soweit gut aus, alles hier. Alles eingetragen. Und wir haben komplett Standard verbaut. Feldmission können wir auch annehmen. Auch sehr schön und hinterlegt. Produktion haben wir keine. Tiere haben wir auch. Die drei verbaut, aber noch keine Tiere da. Gut.
Ja, dann, ich würde sagen, so einen großen Rundflug brauchen wir diesmal hier gar nicht machen. Ich gucke jetzt nur mal schnell, ob wir hier auch irgendwo Bäume haben für Forst. Oder müssten wir die auch selber anpflanzen? Also das sind alles mir hier so Dekobäume, hätte ich gesagt. Und wir kommen auch gar nicht hier raus. Das heißt, da wird noch eine Kollision verbaut sein, damit man hier nicht ausbüchsen kann. So. Aber was ich auf jeden Fall hier schon mal sehe. Hoppala. So, bisschen langsamer laufen hier. Also hier ist wirklich nur mit kleinem Gerät zu arbeiten, weil die Bäume, die stehen hier so dicht dermaßen am Straßenrand. Oder hier ein links, ein rechts. Dass man hier also Gefahr läuft, tatsächlich mal mit dem Anbaugerät hängen zu bleiben. Ja. Also das ist definitiv nur was für kleine Maschinen und ich denke mal bei der Größe definitiv was für ein Singleplayer. Die Zäune gefallen mir hier. Schön massiv. Okay. Was können wir noch kontrollieren? Wir kontrollieren noch mal kurz die Lok, würde ich sagen, wie es da ausschaut. Man dürfte ja meinen, wenn wenig verbaut ist, dürfen auch wenig Fehler da sein. Und bis jetzt. Ja, also aktuell so ist die Lok fehlerfrei. Für den Moment, wo man es hier probieren kann. Und ja, ihr dürft gerne wie immer eure Meinung und so weiter in die Kommentare schreiben. Ja, also da fehlt mir jetzt echt noch was, was ich sagen könnte. Dann bedanke ich mich natürlich fürs Zuschauen und freue mich natürlich, wenn ihr ein Abo oder ein Däumchen da lasst oder auch beides. Empfehlt uns gerne weiter. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.